Ja, ich weiß, aber... Ja, es ist mir klar, dass... Hören Sie, ich schicke den nächsten verfügbaren Agent. Mehr kann ich nicht tun. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Haben Sie Zeit? Was kann ich für Sie tun? Sie können mir die Jungs im Labor vom Hals halten. Ich habe Operationen zu leiten und die halten mich für Ihre Sekretärin. Worüber beschweren Sie sich jetzt? Ich soll einen leitenden Agent fürs Taktiktraining einteilen. Sie haben Glück. Hier ist ein leitender Agent. Ja, aber die sollen nicht denken, dass ich die Terminplanung für Sie übernehme. Wo ist es am schlimmsten? Wir hören von Aktivitäten im ganzen Land. Überall, wo Menschen davon berichten können. Aber die meisten Berichte stammen aus New Mexico. Haben wir jemanden geschickt, der das checkt? Der Silver ist schon da, hat sich aber noch nicht gemeldet. Wie geht's Ihnen? Ich bin putzmunter, Sir. Wie immer. Und wie geht's den anderen Funkern? Keine Ahnung. In den letzten Tagen hatten wir keine Zeit zum Reden. Das wär's fürs Erste. Danke, Sir. Und machen Sie weiter so. Viele Menschen da draußen brauchen Sie. Mach ich. Scheint ziemlich hart gewesen zu sein da draußen, Carter. Kann ich helfen? Sie haben hoffentlich Antworten für mich, Crud. Ich habe viele Fragen, einige Theorien, aber keine Antworten, Carter. Alles kann hilfreich sein. Was glauben Sie, warum greifen die an? Wir hoffen, dass der feindliche Agent mehr Licht ins Dunkel bringen kann. Aber derzeit sind zwei Kernpunkte sicher. Sie haben uns vor dem Angriff studiert und wollten etwas ganz Bestimmtes von uns. Nahrung, Treibstoff, Sklaven, irgend sowas. Und der andere Punkt? Sie errichten hier Bauwerke. Es sieht also nicht so aus, als würden sie wieder gehen, wenn sie haben, was sie wollen. Und was ist, wenn sie den ganzen Planeten wollen? Dann wissen wir wenigstens, dass sie die Erde nicht auslöschen, wenn wir scheitern. Schon eine Ahnung, was die Outsider im Schilde führen? Das Ganze ist kein interplanetarer Raubzug von Wikingern vom Mars. Sie errichten feste Bauwerke. Egal, warum sie uns angreifen, sie haben vor, zu bleiben. Und das bewerkstelligen sie mit diesen Keimen? Ganz genau. Und diese Dinger können wachsen. Die Berichte sprechen von Türmen mit 10, 20 Stockwerken Höhe. Je höher hinaus, desto tiefer der Fall. Ja, aber nur, wenn wir sie auch zum Einsturz bringen können. Was wissen wir über die Hypnotisierten? Die Ärzte sagen, sie befinden sich in einer Art Koma. Nur, dass sie rumlaufen. Und sie wissen nicht, was das Zeug um ihre Augen soll. Was macht unser feindlicher Agent? Erst hat er wie am Spieß gebrüllt. Dann haben ihm die Ärzte etwas aus dem Kopf entfernt. Jetzt ist er sanft wie ein Lamm. Ich dachte, sowas macht man nur in Irrenhäusern. Nein, nein, sie haben so eine Art Apparat entfernt, der ihn kontrolliert hat. Naja, nicht direkt kontrolliert. Es war mir eine Abhörwanze. Wenn Sie mehr rauskriegen, sagen Sie Bescheid. Mach ich, Carter. Ford meint, unsere eigene Technologie wird nicht reichen. Verabreiche Stimulantium. Was ist passiert?
war das? Ganz ruhig. Wir beheben nur ein paar Energieproben. Der Bericht aus Georgia war ja wirklich schlimm. Immerhin konnten sie ein paar Überlebende retten. Es steht schlimm. Wir haben so viele wie möglich gerettet. Aber für die meisten war es zu spät. Meinen Sie diese Hypnotisierten? Die Docs wissen nicht, woher das kommt oder wie man sie heilen kann. Und wenn es keine Heilung gibt? Und wenn sie immer wieder den gleichen Moment aufs Neue erleben müssen? Gefangen im eigenen Kopf. Recht viel schlimmer geht's nicht. Hoffen wir, dass es Heilung gibt. Schon was Neues über den Outsider, Commander? Irgendwer muss diese Invasion ja leiten. Sie meinen Axis? Ja und nein. Aber das bleibt unter uns. Es ist kompliziert. Sehr kryptisch. Man könnte uns abhören. Ich arbeite zu lange an der Sache, um sie jetzt aufs Spiel zu setzen. Wird Fork zu paranoid? Naja, kommt darauf an. Worauf genau? Ob Fork gerade zuhört oder nicht. Wir hatten schon einen feindlichen Agenten. Denken Sie, es gibt noch mehr? Laut Heinrich arbeiten Sie an einem Test. Aber wir haben ja das Monster, das uns hochjagen wollte. Wir sollten den Kerl mit Gewalt zum Reden bringen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb Sie ihn nicht verhören dürfen. Sie kannten seine Opfer nicht so gut wie wir. Er ist, wer weiß, wie lange hier rumgelaufen. Getarnt als einer von uns. Sie würden ihm auch den Tod wünschen. Ich besorge uns ein paar Antworten. Viel Glück. Was wissen wir eigentlich über diese geheime Alien-Technologie, hinter der wir her sind? Dass sie geheim und technologisch ist und von Aliens stammt. Das ist nicht gerade viel. Ja, genau wie Fork es mag. Der Mann kann Geheimnisse wahren.